Herzlich willkommen, meine lieben Freunde der gepflegten Mario Kart Wii-Unterhaltung. Wir spielen heute den Offline-Modus, ja. Nebenbei bemerkt, Mitternachts-Let's Plays for the Win. Ich nehme diese Aufnahmen gerade weit nach Mitternacht auf, also machen wir uns nichts vor. Versuchen wir hier nichts zu beschönigen, nein. Und deswegen mache ich eben auch so Offline-Gedöns, weil ich habe zwar gerade geguckt, wie es so mit meiner Freundesliste aussieht. Und wir machen heute übrigens Spiegelcups, ja. Und wir nehmen heute... Ja, mir wurde etwas sehr, sagen wir, exotisches, also etwas sehr exotisches wurde an mich herangetragen per PN und ich weiß leider nicht mehr, ich habe mir deinen Namen nicht gemerkt. Es tut mir leid, ich merke mir so selten Namen, das ist so schrecklich. Aber gut, jedenfalls hat der betreffende User sich Wario und Piston Piranha von mir gewünscht und ich habe mir gedacht, jo, mach ich mal, aber offline oder so, weil auf... Also online, ne, da muss das nicht so unbedingt sein. Spiegel, wir fangen jetzt einfach mal ganz einfach an mit dem Pilzcup. Und ja, also ich nehme das hier weit nach Mitternacht auf. Und weil ich zwar online geguckt habe, also ja, fangen wir so an. Ich habe online geguckt, so wie es in meiner Freundesliste aussieht. Sind da so ein paar Nachteulen dabei unter meinen Freunden oder nicht? Und muss sagen, nein, eher nicht. Also es war eine online, der gute EKC Silver. Und der hat vielleicht in dem Moment dann auch gesehen, dass ich online gekommen bin und vielleicht hat er sogar gehofft, dass ich dann gleich mit ihm spielen würde, aber da muss ich jetzt einfach mal sagen, nö. Also, mein Gott, ja, ich hätte vielleicht mal ein One-on-One oder sowas gegen ihn ausprobieren können. Ich hätte einfach mal spaßeshalber tatsächlich einen Raum aufmachen können und so und vielleicht wäre er mir dann tatsächlich sogar gejoint, aber davon abgesehen, nee, kommt, also, das machen wir dann lieber wieder, wenn mehr Leute von euch online sind. Und das dürfte dann entweder, ja, morgen Nachmittag der Fall sein oder wann ich eben wieder zu einer Aufnahme kommen werde. Das Ganze ist ein ganz kleines bisschen schwierig. Der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, beziehungsweise der ein oder andere weiß es, ganz einfach, weil ich es irgendwo mal irgendwann herausposaunt habe. Momentan habe ich Urlaub. Ja, das ist sehr schön, ein verlängertes Osterwochenende kommt noch mit dazu, das heißt eigentlich bin ich bis nächste Woche Montag tatsächlich ziemlich frei in meiner Freizeitgestaltung und warum kommen die eigentlich so extrem nah heran? Ich glaube, ich fahre falsch, oder? Kann das sein? Müssen wir mal ein bisschen snaken hier und mal ein bisschen mehr auf Turbo setzen und alles drum und dran. Das ist ja komisch, ich kann den Computergegner gar nicht so richtig davonfahren, so wie das halt normal der Fall ist. Oder liegt das jetzt am ominösen Spiegelcup? Weil die Computergegner, au, hier ja so arschgut sind. Verdammt. Scheiße, nein. Nein, 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 nein. Moment, 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 na, 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 na. Ich glaube, das war jetzt so ziemlich die schlechteste Offline-Platzierung, die ich jemals in diesem Let's Play errungen habe. Ich bin verwirrt. Ich bin geradezu schockiert. Wario und Piston Piranha. Ja. Danke an denjenigen, der diesen Vorschlag gemacht hat. Ich bin aber auch bescheuert. Warum mache ich sowas auch noch? Boah, ich hätte es einfach übergehen können. Ich hätte einfach sagen können, dass diese PN niemals existiert hat. Aber ich mache trotzdem so eine Scheiße. Ich glaub's nicht. Nein, nein, nein. Ich stelle mir gerade jetzt die interessante Frage, was mache ich denn, wenn ich jetzt keinen Goldpokal hier bekomme? Weil... Dann muss ich den Cup doch quasi dann nochmal spielen. Das ist ja toll, das ist ja super interessant. Menschhering, das hast du ja mal super eingefädelt. Okay, jetzt muss ich Konzentration. Also, ich brauche jetzt in den anderen drei Rennen hier jeweils einen Sieg. Und das ist ja schön. Also, ich hab's mir jetzt echt nicht so vorgestellt. Ich habe gedacht, jo, klar, ist kein Problem. Dann holst du eben mal eben mit dieser komischen Fahrer-Fahrzeug-Kombination hier überall Gold. Wird ja wohl nicht so das Thema sein. Igitt. Nein, nein. Gummibeide, bla. Geh mir weg, du kleines Süßes. Obwohl, du kannst mir Windschatten geben. Los, genau. Ja, oh, Computergegner sind so schön. Da. So, auf Platz 1. Ja, das ist doch schön. Also ich hatte ja schon die Befürchtung, dass ich ein kleines bisschen geärgert werden würde, so von wegen blaue Panzer und sowas. Aber dass ich dann bis auf Platz 8 durchgereicht werde, das war dann in dem Moment doch irgendwie... Es kam überraschend. Seien wir mal ganz ehrlich. Aber gut.
Überraschungen sind schön, Überraschungen sind toll, mit Überraschungen kann man leben. Und als erfahrener Let's Player kann man mit Überraschungen natürlich auch umgehen. Und dann kann man das gekonnt überspielen. Und so im Moment sieht das ja gar nicht so verkehrt aus, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Der Abstand ist jedenfalls relativ groß. Ich glaube, damit können wir bis hierhin dann schon mal leben. Und hört, yeah. Kühe, 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 Powblock, Powblock, Nein, 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 okay. Okay, okay, Blitz, der Blitz kam eigentlich wie gerufen. Das war auch schön. Ja, Computergegner sind doof wie Hulle. Und Depp, ich hatte gerade einen interessanten Gedanken im Kopf, aber ich habe ihn vergessen. Ja, wie war das nochmal mit dem, warum bin ich jetzt schon wieder... Hallo? Na, 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 nein. Item, 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 danke, 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 nein! Nein, 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 nein. Das wäre hier sogar noch gut gegangen, wenn ich gegen den Maulwurf nicht gerast wäre. Ey, komm. Was ist denn das? Nee, nein, null, niente, nada. Ich negiere das eigentlich, dieses Ergebnis. Ich bin mir jetzt nicht mal sicher, ob ich das Video hier überhaupt hochlade. Also das ist ja krank. Okay, fassen wir mal kurz zusammen. Spiegelcup. Die Neuerung schlechthin, wenn wir das jetzt so nennen wollen, in meinem Let's Play. Nein, nicht wirklich. Die Spiegelstrecken kennt ihr ja sowieso, weil online werden die ja immer mal wieder gefahren, weil die werden da zufällig immer... Also es kommt dann halt immer diese... halt immer diese Abwechslung zwischen 100 Kubikzentimeter und 150 Kubikzentimeter und eigentlich wollte ich Mario treffen, aber gut. 100 Kubikzentimeter, 150 Kubikzentimeter oder Spiegel. Das wird eben online gespielt und da muss man, ja, da muss man sich eben drauf einstellen, dass zwischenzeitlich auch mal so eine komische Spiegelstrecke kommen kann. Und deswegen ist es jetzt in dem Sinne nichts absolut Neuartiges für uns. Aber jetzt offline hat man die Spiegelcups eben erst freigeschalten, nachdem man tatsächlich den 150 Kubikzentimeter Cup erfolgreich beendet hat. Beziehungsweise der Spiegelcup kommt ja erst, nachdem man 50, 100 und 150 CCM hinter sich gebracht hat. Jo, ich weiß nicht mal, ob man... Ja, man braucht einfach überall nur einen Pokal. Ich weiß nicht mal, ob man überall einen Goldpokal braucht für die Spiegelstrecke. Das... keine Ahnung. Weil das kann ich nicht so richtig beurteilen, weil ich hole halt nun mal immer die Goldpokale. Eigentlich. Deswegen, naja, okay. Jetzt haben wir jedenfalls die Spiegelkurse da. Das ist nichts anderes als die bisherigen Strecken, die wir halt alle kennen, nur halt in gespiegelter Form. Das ist sehr schön. Von der Motorenklasse her ähnelt das Ganze sehr dem 150 Kubikzentimeter Modus. Also die Fahrzeuge sind zumindest so schnell. Und dementsprechend braucht man sich jetzt nicht so schrecklich umgewöhnen. Es ist halt, ja, irgendwie... was anderes. Es ist schon, es kann schon so eine kleine Umgewöhnung sein, wenn man die Strecken jetzt das erste Mal fährt, weil irgendwie, ach, das ist ja so anders, weil normalerweise müsst ihr jetzt eine Linkskurve kommen und keine Rechtskurve und so weiter und so fort. Und auf manchen Kursen ist es auch tatsächlich ein bisschen verwirrender als auf anderen. Ich nehme jetzt mal gerne DS Peach Schlossgarten so als kleines Beispiel, weil da kommt es ganz gerne mal vor, dass man sich zu Beginn, das ist doof, sich zu Beginn total verschätzt oder verranzt oder einfach ein bisschen abwesend ist geistlich. Geistig, nicht geistlich. Und dann kommt es eben vor, dass man die Kurve da tatsächlich ein bisschen falsch nimmt. Und ich glaube, das könnte jetzt tatsächlich mal der erste Sieg werden. Ganz vielleicht, ganz vielleicht, ganz vielleicht, ganz vielleicht. Dankeschön. Ja, da kommt es dann eben einfach mal vor, dass man die Kurve zu Beginn dann eben falsch nimmt und dann... dann links herum fährt, obwohl es im Spiegelmodus dann eigentlich rechts herum gehen würde und so weiter. Das ist ein bisschen, naja, kompliziert. Ich finde es interessant, dass Baby Bowser, der die Rangliste bisher angeführt hatte, jetzt auf einmal letzter wurde und ich somit jetzt tatsächlich nochmal eine reelle Chance habe, diesen Grand Prix zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob der Computer das jetzt vielleicht mit Absicht gemacht hat, damit ich jetzt nicht gleich losheule, aber für den Moment finde ich das sehr nett von ihm. Toads Fabrik. Okay, jetzt kommt auf das letzte Rennen tatsächlich an. Ich gebe mir Mühe. So, Boohoo, du bist mein Feind neben Baby Bowser in diesem Rennen. Und Baby Mario ist mir fast egal. Ja, toll, danke. War ein super Wurf und so. War sogar wirklich ein super Wurf. Also kann man nichts gegen sagen. Mein Gott, ich will diesen Computerfahrer sofort in meinem Clan haben. Ja, ganz eindeutig.
Der Pilz. Hätte ich mir vielleicht sogar fast aufheben können, sollen, müssen für etwaige blaue Panzer. Aber dann denken wir uns auch wieder, was, das lohnt hier eigentlich nicht so wirklich, wenn man ohnehin nur gegen den Computer fährt. So, dupe. Okay, das hier hinten können jetzt tatsächlich ein bisschen kniffliger werden. Ist ja auch nicht so, dass ich unheimlich oft mit Pisten-Piranha fahren würde. Das möchte ich an der Stelle vielleicht auch mal loswerden. Jetzt ist Baby Bowser auf Platz 2, das ist interessant. Ja, fahre ich nicht so schrecklich oft. Und Karts fahre ich ja sowieso nicht schrecklich oft. Deswegen will ich keine bösen Kommentare sehen, lesen oder was auch immer. Die jetzt wahrscheinlich ohnehin schon gepostet wurden. Das Schöne ist ja, bei meinen Videos... Kacke. Das Schöne ist ja, bei meinen Mario Kart Videos ist es so, ich stelle sie online, beziehungsweise ich lade sie hoch, warte, bis sie fertig verarbeitet wurden, stelle sie dann online und dann eine Minute, nachdem ich sie online gestellt habe, kommen schon die ersten Kommentare. Obwohl ich genau in dem Moment weiß, die Leute können das Video noch gar nicht gesehen haben, jedenfalls nicht vollständig. Aber es kommen trotzdem schon die ersten Kommentare und ja, ich finde das... sehr nett, dass ihr das macht, aber im Endeffekt könnt ihr auch, nachdem ihr das Video gesehen habt, schreiben, Hering, du bist toll oder irgendwie sowas, weil dann habe ich auch tatsächlich das Gefühl, dass ich das glauben könnte. Weil wenn solche Kommentare wirklich sofort immer als erstes kommen, das ist immer ein bisschen... Naja. Übrigens ist es jetzt erst Runde 2 gewesen, deswegen mache ich mir auch absolut noch keine Gedanken. Und deswegen habe ich jetzt auch noch alle Chancen, tatsächlich dieses Rennen irgendwie zu gewinnen. Hoffe ich zumindest. Das wäre sehr nett. Wer ist denn vorne? Also Buhu ist vorne, Baby Bowser ist auch vorne. Und wenn ich jetzt nicht weiterhin so beschränkt fahren würde, dann könnte das tatsächlich nochmal was werden. Okay, Platz 6. Ups, nein. Mann, verdammt. Das ist nicht gut. Die sind alle viel zu schnell. Da kommt ein blauer Panzer, der könnte mir helfen. Jetzt kein Item bekommen, das könnte mir weniger helfen. Okay, Buhu erwischt. Aha, okay. Durch den blauen Panzer wurden jetzt alle möglichen Leute erwischt. Ich wurde erst. Buhu wurde Zweiter. Moment. Jetzt waren Punkte Gleichstand, ne? Nee. Oh, stimmt, genau. Ja, weil ja der Zweitplatzierte nur 12 Punkte bekommt und nicht 13. Oh mein Gott. Das war jetzt so ziemlich der spannendste Offline-Grand Prix, den ich, glaube ich, jemals in meiner Karriere hinter mich gebracht habe. Heute habe ich irgendwie ein Talent dazu, irgendwie aus solchen einfachen Dingen eigentlich ein Freudenfest zu machen. Und, ja. Danke an den User Rang A. Ja, okay, kein Sternenrang. Ja, das ist natürlich jetzt ein Problem, glaube ich. Weil... um noch irgendwas freizuschalten, brauche ich bestimmt dann irgendwo bei allen Cups zumindest einen Sternenrang. Und eigentlich wurmt mich das in dem Sinne auch schon, weil wenn ich die Spiegelcups durch habe, dann wollte ich eigentlich wenigstens auch online meinen einen Stern da haben. Den bekomme ich ja jetzt nicht. Durch Rang A. Ergo müssen wir diesen Cup hier nochmal machen. Irgendwann mal. Wenn wir Lust haben. Oder so. Ja. Das wird sehr schön werden. Also danke nochmal an den User für Wario und hier. Pisten-Piranha und so. Ich gehe nie wieder auf User-Wünsche ein. Nie wieder. Nie wieder. Nein. Ist mir zu doof. Und ich muss einfach nur besser fahren. Ja, das wäre natürlich noch was viel Besseres. Oh ja, mein Gott. Neue Geister bekommen. Ganz viele neue Geister irgendwie. Die Kelschikane. Geistertal 2. Eigentlich wollte ich... Welche wollte ich denn jetzt zeigen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich wollte zeigen GBA Bowser's Festung 3 von Goagul, weil... Und wir schauen uns hier auch nur die Wiederholung an. Ich versuche gar nicht erst gegen den Geist anzutreten. Weil er mich drum gebeten hatte, weil ich es versprochen hatte. Irgendwie so, ja. So, Goagul, dann zeig uns mal, wie man das macht. Das Schöne ist, das Ganze hat jetzt einen lustigen kleinen Nebeneffekt. Wir können uns jetzt mal in Formvollendung anschauen, wie die Abkürzung hier bei GBA Bowser's Festung 3 funktioniert. Und dann können wir uns davon ein kleines süßes Bild machen. Und wer es vielleicht noch gar nicht wusste oder so, das kann ja auch immer mal sein, dass irgendwelche... Er macht hier übrigens sehr schöne Low Jumps und muss man auch mal an der Stelle festhalten. Ja, und so stellt man sich hin und so hüpft man über die Grube drüber. Das Ganze jetzt bitte in der nächsten Runde nochmal ein bisschen langsamer, Goagul, damit die Leute, die es normalerweise nicht wissen, da genau Bescheid wissen, wie das funktioniert. Wobei, eben gerade als er die Kurve da genommen hat, da wo er so kurz über den Dreck gegangen ist, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, war das jetzt Absicht oder nicht? Weil
normalerweise nimmt man die Kurve doch dann nicht so eng, wenn man keinen Pilz einsetzt, weil das stoppt doch zu sehr ab, oder nicht? Das sah mir auch ein bisschen komisch aus. Ich weiß nicht, ob es normalerweise vielleicht ein bisschen schneller gehen würde, wenn er dann die Kurve halt ein bisschen weiter nimmt, aber dafür dann halt den Topspeed behält. Naja, okay. So, wieder so hinstellen, das richtige anvisieren, zack, und dann Pilz drüber. Okay, jetzt bin ich gespannt, wie er die Kurven. Nimmt er die Kurve jetzt wieder so eng an? Nee. Naja, okay, nimmt. Kann man jetzt drüber streiten, ist das. Ob das jetzt direkt Absicht von ihm ist, dass er versucht, so ein bisschen über den Dreck drüber zu springen oder nicht? Bin ich mir so nicht hundertprozentig sicher. Mal gucken, was er in der dritten Runde macht. Also in der ersten Runde sah es wirklich extrem fehlgeschlagen aus. In der zweiten Runde war es okay, in Anführungszeichen. Aber gut, das sind jetzt Sachen. Worauf reite ich hier gerade rum? Also meine Fresse, als ob ich irgendwie hier Grund hätte, über solche Sachen irgendwie noch meckern zu können oder so. Also das ist. Naja, was heißt meckern? Also es sind so kleine Anregungen, die ich jetzt einfach in meiner gewohnt fischigen Art loswerde. Und genau jetzt fährt er die Kurven nämlich weit an. Das ist ja lustig. Konnte er sich nicht entscheiden? Hat er jetzt verschiedene Dinge da einfach ausprobiert? Wollte er die letzte Runde jetzt einfach nur vernünftig zu einem Ende bringen? Ich weiß es nicht genau. Tja, gut. Aber jedenfalls haben wir gesehen, wie die Abkürzung hier bei GBA Bowser's Festung 3 funktioniert. Das ist sehr schön. Und danke, Goagul, dafür an dieser Stelle. Und du darfst dich jetzt an dieser Stelle auch bei mir dafür bedanken, dass ich deinen Geist gezeigt habe. So, anderen Geist, den ich ebenfalls zeigen sollte, war nochmal Goagul, aber die staubtrockenen Ruinen in einer 1,56. Ich glaube, der Geist ist auch ganz gut. Bin mal gespannt, mit was für einer Strategie er da so fährt. Ja, Strategie. Und das bei einem Rennspiel, das ist immer wieder faszinierend. Aber Zeitfahren ist eben eine Wissenschaft für sich. Ich meine, Leute, es gibt Leute. Ja, es soll Leute geben. Wow. Ja, der Trick ist zum Beispiel ganz nett. Den hat er jetzt ohne Pilz gemacht, oder? Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Mal gucken. Ob er jetzt in einer weiteren Kurve. Er hatte nur ein Mini-Turbo gezündet, um über diesen Sandhügel da praktisch rüber zu sprengen. Und ist eine sehr knifflige Angelegenheit, glaube ich. Ja. Das mit der Bande, das kennt man auch, wenn man sich den Weltrekordgeist und so anguckt. Dass man eben die Kurve so extrem nah dran fährt, dass er, ja, der Spieler, der Funky in dem Fall, jetzt setzt er den Pilz ein. Und jetzt setzt er den Pilz nochmal ein. Und jetzt setzt er den Pilz nochmal weiter ein. Okay, das war auch mal eine sehr interessante Strategie. Habe ich in der Form, glaube ich, ja, schon mal gesehen. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, bei wem. Ist im Endeffekt auch egal. Kann man jedenfalls auch so machen. Jetzt hat er nur alle seine Pilze, glaube ich, verballert, um das zu machen. Okay. Ja, genau. Und dann da eben die Bande so anfahren, um die Kurve möglichst eng zu nehmen und gar nicht erst auf die andere Seite dann wieder rüber zu müssen. So spart man auch ziemlich viel Zeit. Wenn man das in normalen Rennen drauf hat, dann spart das natürlich auch viel Zeit und kann nur Vorteile bringen. Deswegen lohnt es sich eigentlich, sowas zu üben tatsächlich. Und dafür ist der Zeitfahrmodus dann ja auch da. Und ja, jetzt hat er eben keine Pilze mehr und jetzt. Genau, jetzt hat er keine Pilze mehr. Moment. Aber hätte er dann mit dem Mini-Turbo nicht dann trotzdem noch die kleine Abkürzung über den Sandhügel nehmen können? Theoretisch? Hatte er dann, wollte er dann auf Nummer sicher gehen? Hat das dann nicht mehr ausprobiert? Oder hat er in der ersten Runde dann doch den Pilz gezündet? Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ihr habt an der Stelle das Glück, dass ihr das Video einfach nochmal zurückspulen könnt. Und dann könnt ihr euch das Ganze hier auf YouTube nochmal ganz in Ruhe anschauen. Okay, das hat er jetzt. Da ist er auch ganz kurz angeeckt, deswegen. Also, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, muss man ganz ehrlich sagen. Das fällt sogar mir auf. Obwohl ich seine Zeit mit seiner, also diese 1,56 echt phänomenal finde. Aber, ja. Ich sag mal so, wenn selbst mir auffällt, dass da noch was besser geht, dann geht da noch wirklich was besser. Also, da kann sich Goagul ruhig nochmal dran ransetzen. Und vielleicht, wenn er da nochmal eine bessere Zeit oder so errungen hat, dann können wir uns das ja nochmal gemeinsam angucken. So, und zum Schluss, ja, gucke ich mir nochmal den Geist hier an. Luigi's Piste von WK Jack, also known as Blitzboy 18 auf YouTube. Hier zeigt er uns, hier zeigt er mir in erster Linie, wie man mit Funky Kong und Torpedo eine gepflegt schöne Zeit auf Luigis Piste hinlegen kann. Ja, in einem meiner letzten Videos habe ich ja ein Geistrennen gegen jemanden gemacht, der eben hier auch mir einen Luigis Piste Geist geschickt hat.
Und da hatte ich dann einfach nur erzählt, dass Jack mit seiner 1,9 momentan tatsächlich der Beste in meiner Freundesliste ist. Und so kommt eben diese 1,9 hier zustande. Also zum einen mit Torpid, klar, weil Torpid nochmal von der Endgeschwindigkeit her um einiges besser ist als, ja, das heißt um einiges besser, aber es ist besser als Bowser Bike, ja. Und zum anderen, ja, man sieht es, er fährt zuerst ein bisschen aufs Gras und erst wenn er tatsächlich auf dem Gras drauf ist und merkt, dass das Fahrzeug eigentlich abbremst, erst dann zündet er den Turbo. Und deswegen, das war auch, glaube ich, der Fehler von mir beim letzten Mal, dass ich den Pilz einfach zu früh gezündet habe. Deswegen hat dann der Geschwindigkeitsüberschuss bei mir am Ende der Wiese dann praktisch gefehlt. Und deswegen konnte ich die Kurve dann nicht mehr so richtig schön nehmen. Naja. Aber wie dem auch sei. Schöne Zeit, Jack. Hast du sehr schön gemacht. Habe ich ganz toll gezeigt und so muss ich an der Stelle auch mal sagen, ja, Hering, hast du gut gemacht. Hast wieder sehr schöne Geister gezeigt. Ich könnte noch mehr Geister an der Stelle zeigen, aber das lasse ich jetzt einfach mal. Weil das kann ich dann immer noch wann anders machen oder so. Wenn ihr irgendetwas ganz Tolles oder so mir auch mal zeigen wollt im Geist, könnt ihr mir den Geist ja auch mal schicken. Also, sofern ich euch auch in meiner Freundesliste habe. Das wäre dann zumindest die Voraussetzung. So, haben wir noch irgendetwas? Wettbewerbe? Läuft gerade irgendwas Aktuelles, wenn ich das schon so sehe? Mal gucken. Weiche in Peach Schlossgarten, streunenden Kettenhunden und griesgrämigen Monty Maulwürfen aus. Allerdings ziehen manche Kettenhunde Turbo-Pilze hinter sich her, die du für Bestzeiten brauchst. Das machen wir jetzt einfach mal. So, hab jetzt Bock zu. La la la, ich nehme Funky Kong und Bowser Bike, weil das hatten wir ja schon lange nicht mehr. Übrigens, ich an der Stelle mal loswerden. Gut, Funky Kong, Haringway. Okay, so. Ich soll hier irgendwie 3 Runden absolvieren, wenn ich das richtig verstehe. Gleichzeitig soll ich mir irgendwie hier Pilze besorgen und so. Und ah ja, okay. Peach Schlossgarten, wie wir es kennen und lieben, nur eben mit Monty Maulwürfen überall. Ja, okay. Ja, der Kurs ist ein ganz kleines bisschen anders geworden. Und upsala. Okay, der hatte jetzt keine... Warum habt ihr... Au. Oh, ich habe eigentlich eine Itembox jetzt irgendwo gesucht. Das ist doof. Da sind Itemboxen. Mensch, hätten wir auch mal vorher einer sagen können. Dass nicht alle Kettenhunde eine Itembox in der sich herziehen, aber gut. Die Zeit kann man jetzt sowieso schon wieder vergessen, weil ja, ich ja schon von Kettenhund erwischt wurde. Aber gut, okay. Nehmen wir jetzt einfach mal so zur Kenntnis und schauen uns das Ganze hier nochmal so ein bisschen an. Hier sind auch nochmal Kettenhunde, ja, die haben auch keine Itemboxen, okay. Macht noch irgendeiner von euch bei diesen Wettbewerben tatsächlich aktiv mit? Also so richtig aktiv, dass der oder diejenige sich da so richtig drauf freut oder so? Ich weiß es ja nicht. Ich glaube, den allerersten Wettbewerb habe ich noch relativ lange gezockt, den zweiten Wettbewerb dann vielleicht auch noch ein bisschen, aber danach hatte ich irgendwie keinen Bock mehr, keine Motivation, weiß nicht. Klar, ist schön, dass es diese Wettbewerbe in Anführungszeichen gibt, ist auch schön, dass Nintendo die immer noch mehr oder weniger regelmäßig bringt, aber ist jetzt nicht so, dass ich mich tatsächlich dahinter klemmen muss, nur um meine Freunde in meiner Freundesliste dann nochmal mit etwaigen Zeiten zu beeindrucken, weil bringt in dem Sinne nichts, weil da auch wieder Experten mit dabei sind, die extrem schnell dabei sind und dann, ja, gut, ich kann mich für sowas wohl einfach nicht mehr motivieren. Das ist so demotivierend, wenn man Freunde hat, die einfach besser sind. Ja, das sage ich an der Stelle ganz einfach mal unverblümt, ja. Es ist so, natürlich, klar, dann... Ich habe auch keine große Lust, sich mal anzustrengen, weil es ist dann vergebene Liebesmut. So ein ganz kleines bisschen. Nur ein bisschen, ja. Ihr seid alle zu gut. Ganz ehrlich. So. Ja. Doof, ne? Hm. Derp, derp, derp. Egal. Kann der Hering mitleben. Der Hering kann so mit... Der Hering kann mit so vielen Dingen leben. Unter anderem kann der Hering auch damit leben, dass dieser Wettbewerb jetzt an dieser Stelle fast vorbei ist. Ich nur zum Schluss noch ein ganz kleines bisschen Mist baue. Wir machen hier so einen kleinen... Wie nennt man das denn? Wenn einer mit dem Motorrad... Also mal davon abgesehen, dass ich jetzt eh keine Bremsspuren so richtig hinterlasse. Aber wenn einer mit dem Motorrad sowas macht... Oder beziehungsweise generell mit dem Fahrzeug. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ist so dumm. Ach, egal. So... Die Zielflagge erlöst mich, die Zeit erlöst mich auch, den Rekord wollen wir ganz bestimmt nicht senden, weil das muss jetzt keiner unbedingt sehen. Na gut, ja, keiner unbedingt sehen. Ha, ich mache ein Video davon. Hering, du bist so toll, du bist so schlau. Was hat der heutige Abend gebracht? Beziehungsweise die heutige Nacht? Ich habe einen Offline-Grand Prix geschafft. Ich habe einen Goldpokal errungen, ich habe nur Rang A geschafft. Das heißt, diesen Offline-Grand Prix muss ich nochmal machen. Das ist toll. Eigentlich war dieses ganze Video jetzt voll für die Katz.
Vielleicht sogar zwei Videos für die Katze, weil ich habe schon wieder ein bisschen überzogen. Ich weiß nicht, ob ich das in einem Video mache oder... Es ist egal. So, ich war der Herring Ray, das war Mario Kart für heute. Mario Kart ist ein super lustiges Spiel, wuhu. Ich hoffe, wir sehen und hören uns dann beim nächsten Video wieder. Herring Ray sagt tschö mit Ö.